Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen, weiteren Video. Heute reden wir mal darüber, was eigentlich mit unserem Sechser los ist. Wieso, weshalb beim letzten Mal dieses Video, wieso dieser Titel? Was hat es mit diesem Bild im Hintergrund in der letzten Szene auf sich? Ja, ganz einfache Geschichte im Endeffekt. Ich habe mich auf den Weg gemacht zu einem Kollegen und bin mit dem Auto losgefahren von hier, war vorher noch tanken. Und ja, als ich den Kreisverkehr verlassen habe, hat eine Frau mir leider versucht, die Vorfahrt zu klauen, beziehungsweise hat das Vorfahrt beachtet. Sie musste mir Vorfahrt gewähren, hat das Schild einfach, ich weiß nicht, ob übersehen oder einfach ignoriert oder wie auch immer. Jedenfalls ist die nette Dame mir in die Seite reingefahren. Und dazu blende ich euch jetzt mal ein paar Bilder ein. So, und jetzt sieht das Ganze wie folgt aus. Unser schöner Sechser, mit dem wir heute auch zum Beispiel auf das Race 1000 fahren wollten, nicht zum Viertelmeile fahren oder halbe Meile fahren, sondern zum Dasein einfach, sieht folgendermaßen aus. Die ganze Tür ist komplett kaputt. Die ist auch definitiv nicht mehr zu retten. Unser Schweller ist in Mitleidenschaft gezogen. Ihr seht es auch da hinten. Emma feiert das Ganze auch nicht so wirklich. Ja, unsere Felge hinten ist auch am Sack, wenn ich das so sagen kann. Einmal komplett abrasiert, die ganze Geschichte. Hier am Seitenteil haben wir die ein oder andere Kampfspur. Auch hier hinten an der Stoßstange, hier auch am Seitenteil. Das Ganze zieht sich so ein bisschen über die ganze Seite. Ist natürlich alles andere als schön. Aber ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen unschlüssig darüber, ein bisschen konfus im Kopf. Sprich, ich weiß nicht, wie es mit der ganzen Geschichte weitergehen soll. Ich habe das Auto dann auch paar Meter oder paar Straßen weiter beim Kollegen erstmal abgestellt. Wir haben es dann in der Nacht in diese Halle zu mir gebracht, hier auch erstmal abgestellt. Der Gutachter war gestern bereits da, hat ein Gutachten, die Bilder fürs Gutachten gemacht. Das Gutachten wird in den nächsten Tagen fertig sein. Dann bin ich mal gespannt, was wir hier für eine Schadenssumme haben, wie die ganze Geschichte weitergeht. Behalten wir das Auto, richten wir das Auto, wie geht es damit weiter? Ich weiß es zum aktuellen Zeitpunkt einfach noch nicht, weil ich nicht weiß, ob sich das Ganze rechnet. Wir haben jetzt auch wegen diesem Unfall diverse Fehlermeldungen im Cockpit. Darauf gehen wir aber ein, wenn das Ganze über die Bühne gegangen ist, sprich, wenn das Ganze dann auch beim Gutachter ersichtlich ist, was ist da für eine Schadenssumme, wie geht es mit der Versicherung weiter. Ihr merkt, ich bin so ein bisschen gelangweilt von der ganzen Situation und auch so ein bisschen überfordert. Nervt natürlich extrem, es war das ein oder andere Treffen angestanden. Ich habe mir ein Angebot eingeholt für eine Sache mit dem Auto, die ich euch noch nicht berichtet habe. Ich sag's jetzt einfach mal, ich hau's jetzt einfach mal raus. Ich habe ja ein Video gemacht, Turbo-Umbau, ja, nein. Und viele haben geschrieben, bau den doch auf Kompressor um. Ich habe allerdings keine günstigen oder preiswerten Kompressor-Kits gefunden. Jetzt hatte ich mit einer Firma Kontakt, die hätte den ganzen Umbau Kompressor-Kit samt Eintragung, also die ganze Szenerie mit Ölwechsel, alles was dazugehört, Auto abstellen, mit Kompressor-Umbau abholen, hätten die für unschlagbare 9.300 Euro vollzogen. Wäre natürlich auch für euch eine sehr interessante Videoreihe gewesen. Jetzt steht das Ganze natürlich in den Sternen. Ich weiß noch nicht, ob wir das Ganze so weitermachen, ob es mit dem Auto so weitergeht. Wir müssen das Gutachten abwarten, schauen, ob sich das Ganze dann irgendwo auch rechnet. Carfax hat der Gutachter auch gezogen. Dabei ist rausgekommen, dass eben das Auto 2016 einen Totalschaden hatte. Ist natürlich alles nicht so fürsprechend für das Auto. Ich meine, man konnte sich schon vorher denken, US-Import 6er, warum kommen die nach Deutschland? Hauptsächlich sind die Autos alle aus Amerika, die hierher kommen mit Totalschaden und werden dann irgendwo gerichtet. Mich selber stört es nicht. Es
wirkt sich aber natürlich negativ aufs Gutachten aus. Deswegen bin ich auch so gespannt und so ein bisschen ja, unentspannt. Und ja, ne? Ihr könnt es bestimmt nachvollziehen, der ein oder andere, der schon mal in so einer ähnlichen Situation gesteckt hat. Ja, wir haben das Auto dann nachts hierher gefahren und ich muss sagen, ey, wo dieses Auto nachts vor mir gefahren ist, weil ich wollte an diesem Tag einfach nicht mehr in dieses Auto steigen, habe ich das Auto so von hinten mitten in der Nacht gesehen und von seitlich und ihr wisst bestimmt, was ich meine, habe ich mich wieder so ein Stückchen in das ganze Geschoss hier verliebt. Entweder kommt jetzt etwas Negatives beim Gutachten raus und es wird sich absolut nicht lohnen, ne? Oder wir werden jetzt alle Geschütze, und damit meine ich alle Geschütze, auffahren und dieses Auto einmal von A bis Z auf eine andere Stufe bringen. Die zwei Optionen haben wir. Ich bin gespannt, deswegen würde ich auch schon sagen, das ist nur so ein kleines Update-Video. Wir haben eigentlich geplant zwei andere Videos diese Woche. Ich habe euch aber versprochen, es kommen zwei Videos diese Woche. Das wird dann halt jetzt das zweite, ein bisschen negativer, so ein bisschen trauriger. Aber wir warten jetzt mal ab. Ich werde euch auf jeden Fall im nächsten Video berichten, wie es hier mit dem 6er ausschaut, wie es weitergeht, was der Gutachter sagt. Eine positive Sache vorweg kann man natürlich sagen, ich bin definitiv nicht schuld an diesem Unfall und das Ganze dürfte definitiv recht einfach über die Bühne gehen, denn die Frau hatte einfach ein Vorfahrtsschild, hat das nicht beachtet. Also sie hat ein Vorfahrtgewehrenschild gehabt, hat das nicht beachtet und ist mir reingefahren. Sprich, die Sachlage ist ganz klar. Dennoch, wie gesagt, steht jetzt noch im Raum, wie es damit weitergeht. Ich bin gespannt und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn ich euch berichte, wie es mit dem Ganzen hier weitergeht. Ja, ich denke mal, ich werde das Ding jetzt mal waschen fahren, schauen, wie es mit dem Seitenteil, mit der Heckstoßstange, mit dem Schweller ausschaut. Wenn alles sauber ist, kriegen wir so ein bisschen was wegpoliert. Wie sieht das aus? Und vor allem, türmäßig können wir natürlich jetzt gar nichts mehr machen. Das heißt, wir brauchen eine rechte Beifahrertür. Falls jemand was hat, sehr, sehr gerne mich einfach anschreiben auf Instagram oder hier unten drunter kommentieren, dass wir da schon mal so eine Option haben. Je nachdem, wie das Gutachten ausfällt, holen wir eine Tür, besorgen wir eine Tür, reparieren wir das Ding und wenn wir es reparieren, dass wir dann gleich loslegen können und alles Schlag auf Schlag passiert. Wenn das Gutachten die nächsten Tage da ist, nochmal kurz, ohne das Video in die Länge zu ziehen, und ich sage, okay, es rechnet sich irgendwo, das Ding wieder zu richten, dann werden wir definitiv das Ganze so schnell wie möglich durchziehen. Denn nächste Woche wollten wir mit dem Auto auch noch woanders hinfahren. Übernächste Woche war auch schon was geplant, auch für ein Treffen. Das heißt, wir werden das Ding, sobald ich das Gutachten in der Hand habe, binnen 1 bis 2 Wochen definitiv komplett einmal durchziehen, dass der wieder ordentlich dasteht. Deswegen auch für euch, denke ich mal, eine coole Videoreihe. Wir warten das Gutachten ab und dann sehen wir, wie es weitergeht. In dem Sinne, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.